4 voormalige F1-rijders, samen goed voor 513 grote prijzen. Ralf Schumacher, Martin Brundle, Mark Zurer en Ivan Capelli. En dit kwartet gaat kennis maken met de nieuwkomer in GT3, de Mercedes SLS AMG. When you first drive a car like this, it's quite nerve-wracking because it's worth, what, 400,000 euros and you go out onto a high-speed track and you think, well, I don't know what it's going to do, I don't know how to make it function. I mean, 10 minutes before I got in it, I didn't even know how to start the engine. But you have to push, you need brake temperature and tire temperature, so you have to get on it. So you're looking for early signs of confidence and predictability, which this car does. Schumacher, Capelli, Brundle en Zurer worden in de SLS AMG GT3 wegwijs gemaakt door testrijder Bernd Schneider. De beroemde auto met vleugeldeuren is dus gebouwd volgens het GT3-reglement en kan dan ook ingezet worden in de Belcar. Een paar Belcar-teams hebben al hun interesse laten blijken voor de SLS AMG. Ich denke, dass das Auto berechenbar ist, dass man also weiß, wo die Grenze ist von diesem Auto, sich sofort wohlfühlt. Und natürlich, dieses Wohlfühlen kann dazu führen, dass man es dann übertreibt, dass man dann wissen will. Und ich habe mich dann auch mal gedreht. Aber selbst beim Drehen hatte ich noch ein sicheres Gefühl. Mercedes heeft met zijn SLS AMG het niveau in GT3 weer wat hoger getild. De concurrentie is gewaarschuwd. A fantastic design for this car, not just for the normal road SLS, but also for the racing car. And look at the rear wing, how big it is to produce downforce and to be quick. Und hier sehen wir das Herzstück des SLS GT3s. Leider etwas gedrosselt aufgrund der Airrestriktoren, die vom Reglement vorgeschrieben sind. Rund 550 PS. Das ganz Besondere hieran, obwohl es ein front eingebauter Motor ist, das ist die Gewichtsverteilung. Wenn man den Motor extra zurückversetzt hat, spricht man hier von einem Mittelmotor. Und das natürlich deshalb, weil man die perfekte Gewichtsverteilung erreichen möchte. Here we are with the famous Gullwing open door. The seat where there are professional but also some gentlemen drivers, and a particularly important issue has been given to the safety for with this shell inside in carbon fiber added to the roll cage. Een 6,3 liter in deze SLS AMG die op Hockenheim nauwelijks hoeft onder te doen voor de DTM-versie van de Mercedes C-klasse. Ralf Schumacher is de geknipte man om de GT3 en de DTM van Mercedes te vergelijken. Und da sieht man schon richtig eine Geschwindigkeit, wie es nach vorne geht. Also mit dem DTM-Fahrzeug fahren wir auch nicht wesentlich schneller. Es geht jetzt hier auf fast 250, ist sogar kurz drüber. Und dann die nächste Prüfung, die Hairpin, die wirklich sehr, sehr schwierig ist, speziell für so ein schweres Auto mit Stahlbremsen. Auch das hat super geklappt. Zelfs rijders die jaren in Formule 1 hebben gereden, zijn onder de indruk van het potentieel van de SLS AMG. Well, of course it was going to be fun, the Hockenheim Grand Prix circuit, the new Mercedes-Benz SLS AMG GT3 car. The first thing I always want to know about racing cars like this, are they really souped-up road cars or are they true racers? Well, this, I can assure you, is a racing car. I really enjoyed it. It gave me a lot of confidence straight away and I could push the limits and really enjoy myself. De Mercedes SLS AMG GT3 misschien in 2011 al te zien in de Belcar.